Welche Frau denn? Hallo, Chat. Ja, hallo? Wirklich? Hallo, sind wir wieder da? Ui. Ihr seid schon echt stark. Darf ich einmal fühlen? Wow. Oh, ihr seid schon echt zart. Hallo, seid ihr wieder ja, da? Wir sind schon harte Männer, ne? Okay. Ja, ich merke das schon. Weiter. Darf ich einmal Fotos machen, nur als Erinnerung? Na klar, dürfen sie Fotos machen. Ja, großartig. Ja. Der beste Burgerbrater in Los Santos. Oh, geil. Ja, ihr seid schon echt schmuckig. Heute haben wir noch, doch, obwohl heute so ein Pechtag war, haben wir trotzdem gute Fotos nur bekommen. Ja, ja. Wofür macht ihr die ganzen Fotos überhaupt? Ja, für unser Album, so unser Urlaubsalbum. Ja. Postkarten? Ja. Und für privaten. Ich will jetzt nicht sagen, wofür. Also dann warum nicht? Sie sind schon Bett, sehr so. Besorgt. Boah, also das, das ist okay für mich. Oh Gott, oh Gott. Ja, Baby. Ja. Oh, na, Aufnahme. Nicht, wenn ich ja, ja, das sind die Unicorn-Aufnahmen. Wir gehen mal ein Stück. Na sowas. Komm, jetzt mach nochmal. Komm. Ja. Ich weiß doch, was du machst. Aua. Was macht denn der da? Wer denn? Der hat die Hände so komisch. Das ist ein Gangmitglied, das sieht man doch. Du musst hier aufpassen hier. Ich sag's dir, dieser Ort ist voll von Zuckerschnüffchen. Ne? Guck Foto. Mal, wie stark die sind. Jetzt nicht angeben, aber Chili con carne. Ich nehme mich mal leicht vor. Chili con carne. Rampa. Komm schnell weg, bevor die uns abknallen. Ich sag's dir, die standen voll auf mich. Was ist das für ein Schrottkarre? Ah, keine Ahnung. Die haben aber Geld, ne? Ach, da haben wir gepackt, stimmt, ja. Und was du machen bist Sachen? Es wieder. Hey, kannst du cool posen? Ja. Soll ich ja, wieder? Komm mal erstmal her zwischen meinen Armen. Nee, danke. Kannst du meine Frau so in den Arm nehmen, dass sie so quasi es so aussieht, als kannst hätte ich du meinen Arsch einmal so richtig anfassen, damit ich so richtig gehe? Komm, trau dich nur, ich bin nicht eifersüchtig. komm du, einmal, so okay? Du fährst mich gut an, ich mach Gangzeichen, okay? Okay, bist du bereit? Aber okay. Knall uns nicht ab, wenn wir das machen. Nein, alles gut. Bist du bereit? Okay. Warte. Ciao, schönen Abend. Ciao. Okay, du bist voll bereit, ja? Ja, ich fass richtig an. Ich bin bereit. Ja, okay, los drei, geht's. 3, 2, 1. Oh, das war gut. Gefährlich aus. Nicht so. Nicht so? Nee. Nimm die mal im Arm. Im Arm nehmen. Boah. Kannst du mir deine noch leihen? Vielleicht klappt das. Ach, du heilig. Nee, bitte nicht. Ich hab mich fotografiert. Ich komm wieder zum Mediziner. Ich hab voll Zugau. Hast du mich getroffen? Mit deinem 13 cm Reichweite. Ich hab noch welche. Ja, sollen wir jetzt noch ein Foto machen oder nicht? Ihr lasst uns abhauen. Komm. Diese Asozialen sind doch eigentlich ganz nett. Sag mal, geht's dir gut oder was? Was ich bin nicht asozial. Ich hab nur eine Midlife-Crisis. Hier, passt zu dir. Ja, komm her, dann Ui. Kannst du die Danke. Abbauen. Kein Problem. Den Lutscher werde ich genießen. Boah, das war noch gut. Das war noch ein Erlebnis. Ja, okay. Bei unserem Pechtag heute, pass auf. Warte, lass nochmal vorbeifahren. Ich mache einen Knips und ein paar Fotos. Oder? Da nochmal. Okay, warte eine Sekunde. Langsam. Pass auf. Ich aber nur von meiner Schokoladenseite, bitte. Nur von der Schokoladenseite.
Schnell weg. Wir sind Pepperoni-Paparazzi-Pizza. Ja. Oh mein Gott. Boah, das war knapp. Was denn? Du wärst fast in den Laden reingefahren. Ja, aber alles im Griff. Twinkie, Twinkie, Twinkie. Ich hab ein neues Hotel gefunden. Welches? Ja, du musst nicht, wo fährst du hin? Wo sind wir da? Oh nee. Wo sind wir denn hier? Direkt am Kuchenladen ist ein Hotel. Am Kuchen? Aua! Oh. Den merke ich mir. Okay, wohin denn? Am Kuchenladen. Direkt am gegenüber. Aber was mit Weenie? Ja, lass kurz zu unserem Hotel. Dann holen wir unseren Koffer und lassen Weenie eine Nachricht da. Ja, okay. Okay. Ja. Das ist, glaube ich, viel günstiger. Du kannst echt gut Auto fahren. Danke. Es ist die Lenkung, weißt du, die macht es manchmal schwierig, aber es geht. Oh. Ja, der Bauch ist im Weg. Nee, das ist zu. Was? Ja. Oh. Oh nee. Oh. Oh. Ja. Das kenn ich irgendwoher. Oh, perfekt. Hier holst du unsere Sachen. Boah. Das ist schon weit weg, ne, bis zum ich Eingang. Ich muss noch mal schnell kacken. Ja, okay. Aber wenn du mit hochkommst, kannst du mithelfen packen. Nee, ich muss echt, ich kann nicht danach packen. Weißt du was, ich mach sogar woanders, damit ich mir nicht helfen muss. Das ist Lifestyle, ich sag's. Jugi, Alter. Das kannst du keinem erzählen. Junge, Alter. Das ist unfassbar dumm. Das ist so gut, Junge. Ist die eigentlich echt auch so, boah, schlimmer. Du hast mich gerade gekillt und statt meine Fotos machen. Ja, Bruder, wir wollten eigentlich mal durch die komplette Southside so diese ganze Gangkultur kennenlernen. Aber bis jetzt sind wir nur auf Idioten getroffen, Alter. Das ist Mila. Ja, ich muss auch die Assis fotografieren. Ich hab keinen Schlüssel. Mach mal den Kofferraum auf. Ja. Ich hab den Weenie Dings da gelassen, Zettel, ne? Ja. Der soll uns anrufen. Mit meiner Telefonnummer. Ich hab da auch noch von 3-4 Örtchen gehört. Da sollten wir unbedingt mal vorbeifahren, so. Wo? Ja, Orte eben. Ja, welche Orte? Ja, das sehen wir dann, ne? Also mir wurde nur gesagt, hey, das solltest du dir mal anschauen. Ich weiß nicht, wo das ist. Ja, und wie heißt das? Ja. Das wüsste ich auch gern. Ja, wie willst du denn dahin, wenn du nicht weißt, ja, wie der Ort heißt? Ja, das frage ich dir ja dann nochmal. Keine Sorge. Kannst du den Kofferraum ich habe ja Nummer. Kannst du den Kofferraum aufmachen? Ist doch auf. Mach ihn auf. Vibe. Eine Tasche. Geht's dir gut? Ja. Das ist aber wohl meine Geburt bei dir, ne?
Sag nichts von Geburt, ey. Da krieg ich jetzt schon echt Weißausbrüche. So am Kuchenladen. Da weiß er, wo der ist, oder? Ja, klaro. Okay. So, nun denn. Okay, es geht schon los. Du fährst doch schon wieder ohne Licht. Wie sollen uns denn andere Verkehrsteilnehmer sehen? Ja, so. Okay, wir sind auf einer geraden Strecke. Ja, aber jetzt wir müssen nach links. Aber Twinky, du machst mich fertig heute, Alter. Das ist nicht so einfach. Ja, okay. Ja, wir sind gleich Na, da haben wir es doch schon gerade auch. Wir müssen nach rechts. Oh, jetzt auch noch. Ey, ich krieg das Kotzen. Da haben wir es doch fast schon gerade. Guck mal, da vorne rechts ist ein Hotel. Rechts hier. Da bin ich, da bei Bienenmaschinen. Aber ich meinte was anderes. Welches denn? Ja, du hast gesagt rechts jetzt. Fahr geradeaus. Ja, ich versuch's ja. Die nächste müssen wir rechts abbiegen. Die nächste rechts. Oh, oh, boah, pass auf. Ja. Da vorne rechts, wo es grün leuchtet. Wo fährst du hin? Da gerade rechts, gerade. Da, wo es grün leuchtet. Rechts gerade. Da, hier, direkt vor uns rechts. Ja. Nein, das ist ein Geldautomat rechts von uns, Alter. Ja, du sagst rechts gerade. Hier, links. Ja. Genau hier. Aua. Toll. So kannst du nicht stehen bleiben. Die schleppen uns ab. So auch nicht. Ja, so. Ein Stück zurück. Du bist vom Feuerhydranten. Kriegst du es heute noch hin? Du musst auf dem Bootstein parken. Wie normale Autos. Was machst du? Schleppen wir uns das Auto ab. Twinky, wo gehst du hin? Die schleppen doch die Karre sonst ab. Boah, du fickst mein Leben, Alter. Kannst du jetzt bitte nochmal Ich hab Bauchschmerzen. Oh. Ja, fast. Fast. Nein, nein. Du hast fast geschafft. Was machst du, Alter? Ich schwitze. Hör auf.
Niki, mir ist ganz schwindelig. Mir ist ganz schwindelig. Hör mich auf. Ah, mein Bauch tut weh. Hör bitte auf. Oh, bitte, bitte, lieber Gott, bitte. Das wirst du doch wohl noch hinkriegen. Oh, du willst mich ficken heute, ne? Mann, du versuchst seit einer halben Stunde vernünftig hinzupacken, Alter. Da geht doch. Ich bleib stehen. Nein, Alter, bleib doch stehen. Oh, endlich. Oh mein Gott, dass das noch erleben darf, Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Boah, ich kann nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Kannst du uns einchecken gehen? Oh, dein Gesicht merke ich mir. Oh, Junge. Boah. Die hat das Auto nicht abgespitzt, mich wegen, Alter. Die hat das Auto nicht abgespitzt. Das kannst du keinem erzählen, Alter. Willst du mich verarschen, Junge? Egal. Was denn für Assis? Guckt euch mal die Bremsspuren her, Alter. Die zieht da doch eiskalt durch, Alter. Die ist gnadenlos. Boah, ich kann nicht mehr. Mein Hals tut weh. Ach, Alter. Alter Schwede, ich kann nicht mehr. Es ist so unfassbar dumm. Es ist einfach nur so dumm. Aber so lustig. Dankeschön, Goku. Und das ist Da Vinci's Kanal, das ist nicht meiner. Die normale Stimme, richtiger Schock auf einmal. Matt Season, Dankeschön noch für 5 Gifte Zaps. Ownster, Dankeschön für den Prime. Der Herr Schwarzlicht, Dankeschön für den Wies am 10. Zibrix, Dankeschön für den Prime und herzlich willkommen. La Jeans, Dankeschön für den Wies am 4. Zainer, Dankeschön für den Prime 6. noch. Dan Mac, danke für den Prime 20. Domi Big, danke für den Wies am 7. Willi, danke für den Prime 41. Oh, Yoshimitsu, danke für den Wies am 2. Ah, oh, fuck, man. Fire Elite Gamer hat gehostet mit 3 und Nate mit 130. Mann, ich verpasse mal alles. Dann Anonyme an Stay noch den Gifted. Ich hoffe, du bist noch hier. Vielen Dank. Nexation, Dankeschön für du bist am 17. Stufe 2 sogar. Ich hoffe, du bist noch hier. Vielen lieben Dank. Der Lurch, Dankeschön für du bist am 11. noch. E. Whitebeard, danke für den Prime 3. Chappy, danke für den Prime 19. Ich glaube, die anderen hatte ich alle. Ich bin mir nicht sicher. Aber wie gesagt, wenn ich irgendeinen vergessen sollte, tut es mir leid. Aber ich bin so im RP drin, Alter. Das ist ganz schwierig manchmal. Juckt die auch nicht mit der Karre, das Auto ist morgen weg. Ja, ich hoffe, macht Spaß. Also mir macht das sehr, sehr viel Spaß. Und ich habe auch gar nicht diesen Drang irgendwie, so diese Unruhe in mir, wenn ich mit Peanut unterwegs bin. Weil mit dem kann ich einfach überall hingehen und Leute anquatschen.
Macht sehr viel Spaß, sehr, sehr viel Spaß. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie ich. Oh, das war es aber heute schon wieder. Eine Stunde früher aus als sonst. Ja, eine halbe Stunde. Es ist ja schon 12:30. Ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht. Und Dankeschön für den Support. Danke fürs Dabeisein. Müssen wir einen Charakter mit deiner normalen Stimme geben? Vielleicht irgendwann mal dann Kopfschau oder sowas. Vielleicht können wir uns da irgendwie beim Dexus reinzenken in die CTF. Mal gucken. Bestimmt. Warum nicht? Wann geht's denn weiter? Morgen. Morgen 19 Uhr. Wenn ein bisschen später ist, schreibe ich das auf Twitter meistens. Zu 90%. Aber eigentlich sonst jeden Tag ab 19 Uhr, außer dienstags und mittwochs. Cody war doch relativ... Cody war komplett normale Stimme, wie jetzt gerade auch. Tschüss und wunderschöne gute Nacht. Bis nachher, okay? Nicht anquatschen lassen. Tschüss! Bye-bye.